Hey, McLean, machen Sie die Tür auf! Ja. McLean! Verdammt nochmal! Kommt mir nicht zu nahe, verdammt Sklaventreiber! Nein, nein, nein! Abgedrehter Möchtegern-Cutter. Das wird dir noch leid tun. Was zum Teufel glauben Sie, wer Sie sind? Wer ich? Ich bin nur ein unbedeutendes Stück Fleisch. Verloren und dem Schlechter ausgeliefert. Oh, Scheiße! Wehe, wenn Sie den Schneiderraum beschädigen. Machen Sie keinen Unsinn. Ich sagte, machen Sie keinen Unsinn! Väderlekstjänsten lovar klart väder hela dagen. Jag flyttar hem till Årjäng. Börje, hör du vad jag säger? Jag lämnar dig! Klart väder hela dagen. Far åt helvete. Vem fan kan man lita på egentligen, va? Kan du säga mig det? Va? Men fan kan man lita på i det här jävla tjuvsamhället? Klart väder hela dagen.
Kyss mig, arslet. Edward, könnten Sie bitte mal kommen? Ja? Edward, ich wurde gebeten... Sir, ich habe einen Milan Milanovic am Telefon. Wollen Sie den Anruf entgegennehmen? Nein. Ich rufe später zurück, Sissy. Edward, ich wurde gebeten, Sie an eine andere Abteilung auszuleihen. Sie erhalten Ihre Anweisungen von diesem netten jungen Mann. Samuel Campbell. Ich bin Sam Campbell. Willkommen in unserem Team. Setzen Sie sich. Also, das ist die Gewalt- und Horrorabteilung. Ganz recht. Aber zurzeit nenne ich sie eher die Loose-Limbs-Abteilung. Unsere europäischen Partner haben die ganze Loose-Limbs-Serie gekauft. Wir planen den europaweiten Start fürs nächste Frühjahr. Das verstehe ich nicht. Es geht um Geld. Es geht um verdammt viel Geld. Unvorstellbar viel. Ein 100-Millionen-Dollar-Deal. Aber was soll ich? Ich persönlich finde es traurig und unfair. Aber wie Sie sicher wissen, zwingen uns die Gesetze in einigen der europäischen Länder zum Herausschneiden der schönsten Gewaltszenen dieser Filme. Und Sie haben mich geholt? Wir haben einen sehr engen Zeitplan. Ich brauche jeden zusätzlichen Mann, den ich kriegen kann. Ich möchte, dass Sie so schnell wie möglich anfangen. Sagen wir... Ab Montag. Sind Sie sicher, ich habe die Qualifikation für diese Arbeit? Sie sind der Mann, den ich brauche, Eddie. Sie sind perfekt. Ich habe ein kleines Haus, direkt am Stadtrand. Und da es hier ein wenig eng wird, habe ich es arrangiert, dass Sie sich dort einrichten können. Es ist natürlich nur improvisiert, aber Sie schaffen das schon, richtig? Und vergessen Sie nicht, was wir hier in der Gewalt- und Horrorabteilung sagen. Nicht den Kopf hängen lassen, er könnte abfallen. European Distributors, Edward Thor Swenson. Hallo, Darling. Hallo, Barbara. Wie läuft die Arbeit? Ich störe dich doch nicht, oder? Nein, ist schon in Ordnung. Du erzählst nie von der Arbeit. Ist es so schrecklich? Nein. Nein, glaub mir, Schatz, du willst es nicht wissen. Doch, bitte glaub mir. Edward, ich bin kein Kind mehr, also behandle mich auch okay. Nicht so. Okay.
In diesem Film ist eine Szene, in der eine Frau von einem Biber vergewaltigt wird und dann schießt er ihr mit einer Bazooka den Kopf ab. Edward, das ist widerlich. Aber ich kann nicht glauben, dass du mir so etwas doch erzählst. Schatz. Abstoßend. Ein Biber? Das ist pervers. Schatz, ich tue es für einen guten Zweck. Ja, ich weiß und dafür liebe ich dich. Ich liebe dich natürlich sowieso. Ich liebe dich. Du vergisst doch nicht Emmys Geburtstagsparty nächsten Sonntag? Nein, nein, die vergesse ich versprochen? Nicht. Versprochen? Ich verspreche es. Bestimmt. Ich komme ganz sicher. Es fängt um 5 an. Ja, 5 Uhr nachmittags. Sei rechtzeitig da. Ich komme pünktlich. Und arbeite nicht mehr so okay. viel. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Wieder. Komm her, Schnucki. Zeig mir, was du hast. Ja, ich will deinen Körper. Weißt du, alles will ich nicht. Mir reicht schon ein hübscher Arm. Feel a thing. Is the nail gone now, Dr. Wrench? Soon, my love. Soon. Yeah! Cool! My foot! Well, hey, don't thank me. Thank science. Hi, Mel. Hi. Hallo, Schatz. Hallo, Baby. Was gibt's? Nicht viel. Was schaut ihr euch an? Loose Limbs, Teil 5. Ja. Hör zu, Nick. Ja? Kann ich dich was fragen? Müsst ihr euch immer diese schrecklichen Filme ansehen? Ja. Nein. Ich bin noch nicht völlig abgehoben. Doch, jetzt. Hör damit auf, Nick. Nick, hör damit auf. Nick, bitte hör auf. Für wen hältst du dich? Freddy Krueger in frühen Jahren? Danke. Guten Appetit. Hey, Nick. Wo steckst du? Hier, Mr. Campbell. Ich habe einen neuen Cutter für die Loose Limbs-Serie. Er hat für die nächsten Tage genug Material. Aber ich will, dass du, ja, du, ihn mit neuen Filmen versorgst, wenn ihr sie braucht. Natürlich, mache ich, Mr. Campbell. Oh, Mann. Hey, Nick. Ja, Mr. Campbell? Wehe, wenn du Scheiße baust. Natürlich nicht, Mr. Campbell. Thank you.
Hi, Baby. Hallo, Schatz, wie geht's dir? Ich fühle mich cool. Fein, ich habe mich auf dich gefreut. Ich habe mich auch gefreut. Weißt du, ich habe heute so schrecklich viel zu tun. Wieso liegt Luslims 8 in meinem Büro, wenn er bei Eddie sein sollte? Nummer 8? Ja, weil ich's vergessen hab. Du bist ein mieser, vergesslicher Scheißer. Und du gehst jetzt besser. Ja, Sir. Irgendwelche Nachrichten für mich, Melanie? Oh, nein. Tut mir leid, Sir. Ich habe heute nichts für Sie. Mein Gott, er ist so widerlich, weißt du? Ich bin so froh, dass er nicht mein Boss ist. Aber er ist meiner. Weißt du, er schubst mich nur herum, von morgens bis abends, verstehst du? Und das jeden Tag. Ja. Ich würde es niemals aushalten, ihn täglich zu sehen. Und ich? Ich muss ihn täglich sehen. Und riechen. Seine Zigarren stinken fürchterlich. Ist dir das nicht aufgefallen? Natürlich, ein widerliches Kraut. Oh, hallo, Eddie. Kommen Sie, kommen Sie. Was ist? Gibt es Probleme? Ich fühle mich nicht so gut. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin. Die Gewalt, das viele Blut. Ich weiß nicht, ob ich weiterhin in der Lage bin, Ihre Filme zu... Hören Sie mir zu, Edward. Das weiß ich auch nicht. Also sagen Sie es mir. Ich will meinen alten Job wieder zurück. Diese Filme, sie machen mich verrückt. Vergessen Sie nicht Ihre Verabredung um 10, Mr. Campbell. Nein, werde ich nicht. Edward, ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir beide, Sie und ich, offen und ehrlich miteinander reden. Verstehen Sie, ich bin nicht Ihre Mutter oder Ihr Arzt. Ich bin Ihr Boss. Ich brauche den Zustand Ihres Verstandes nicht zu wissen. Was ich brauche, sind Resultate, Ed. Resultate. Und wenn Sie keine Resultate bringen können, sagen Sie es jetzt. Denn wenn nicht, dann sind Sie gefeuert. Aber Mr. Campbell, ich wollte Ihnen doch nur klar... mit Ihnen zu reden, Eddie. Einen schönen Tag noch. Mr. Campbell! Don't you fucking look at me!
Ja. Hallo, Eddie? Ja, ich bin's. Hier spricht Sam Campbell. Alles in Ordnung? Ich hab das Gefühl, ich sollte mich lieber ins Krankenhaus einweisen lassen. Aha, was ist los? Haben Sie Heimweh oder so etwas? Ich weiß es nicht. Ich, keine Sorge. Es geht bestimmt bald wieder. Na, großartig. Hören Sie, lass mich zufrieden, ja? Ich komme morgen, um Sie zu besuchen. Wissen Sie, ich will die Sachen kontrollieren. Natürlich. Es ist Ihre Welt. Ich muss nur darin leben. Wir sehen uns morgen, Eddie. Nur mit mir. Hallo, ich bin von European. Nick. Sie bringen Lou Slims 7? Ja, hier ist er. Ein großartiger Film. Ein großartiger Film? 90 Minuten von konzentriertem Sex und Gewalt nennen Sie einen großartigen Film? Wissen Sie nur im Entferntesten, was moralische und ethische Prinzipien sind? Hey Mann, entspannen Sie sich. Sie sollten solche Sachen nicht zu ernst nehmen. Ich bin vollkommen entspannt, Kleiner. Jetzt geben Sie mir den Film und verschwinden Sie von hier! Ich fühle ja gar nichts. Ist der Nagel schon raus, Doktor? Schon bald, mein Kind, schon bald.
Loose Limbs 5. Die Anatomie des Schreckens. Demnächst in Ihrem Kino. Jetzt ist es dunkel. Immer noch. Ich verstehe nicht ganz. Worauf warten Sie? Auf dich, damit du dich beweist. Du hast ein so immenses Potenzial. Es wäre eine schreckliche Verschwendung, wenn du es nicht einsetzt. Der Lauf der Welt muss korrigiert werden. Es gibt viel zu tun. Sicher wirst du glücklich sein, deinen Teil dazu beizutragen. Ich versuche ja auch mein Bestes. Ja, ich kenne deine Arbeit. Doch lass mich ehrlich sein, ich bin nicht sehr zufrieden. Du weißt, was du auf dem Monitor siehst, ist das schwache Abbild eines kranken Verstandes. Du musst diese Verrückten beseitigen, oder wir sind alle verloren. Doch vergiss nicht, du darfst keinen Dank erwarten. Sieh, was sie mit mir taten, und ich wollte die Armen nur vom Bösen erlösen. Die Armen? Du weißt schon, die armen Seelen. Ja, ich denke schon. Komm näher und hab keine Angst. Du hast ein wunderschönes Gesicht, so edel und rein. Du weißt doch genau, dass es unsere Pflicht ist, sie zu verändern. Sie müssen erlöst werden oder sterben.
Geh, sonst schneide ich dir den Hals ab! Hier ist Sam. Sam Campbell. Hallo. Sie sind es tatsächlich, Eddie. Immer wieder schön, so nett begrüßt zu werden. Ich hoffe, Sie wollten mich nicht aussperren. Sie haben sehr komische Nachbarn. Einer von Ihnen ist gestern ins Haus eingedrungen. Ja, was ist passiert? Es gab einen Kampf. Ich konnte ihn rausschmeißen. Und jetzt verbarrikadieren Sie das Haus, damit er nicht mehr reinkommt. Ich liebe das, Edward. Ja, wirklich. Ich halte viel von Leuten, die vor radikalen Schritten nicht zurückschrecken. Also, wie geht es mit der Arbeit voran? Gut. Ich will es sehen. Ja, natürlich. Gehen Sie einfach. Eddie! Eddie, kommen Sie endlich! Hören Sie. Sam ruft Edward. Melden Sie sich, Edward. Jetzt schlagen Sie sich diesen Nachbarscheiß aus dem Kopf. Wir haben was Geschäftliches zu bereden. Ja, was ist? Ich will, dass Sie mir eine einfache Frage beantworten. Könnten Sie das für mich tun? Dann sagen Sie mir, wo ist die verdammte Biber-Vergewaltigungsszene? Aber rausgeschnitten natürlich. Sind Sie verrückt? Diese Szene ist ein Vermögen wert. Oh mein Gott. Sie sind ja noch verklemmter als eine Nonne im Kloster. In dieser Szene gab es keine sexuellen Zweideutigkeiten. Keine Titten, keine Schwänze, keine Muschis. Keine obszönen Körperbewegungen. Verstanden? Lesen Sie es von meinen Lippen. Nicht jugendgefährdend. Aber es ist eine widerliche Szene. Machen Sie eine Notiz. Die Biber-Vergewaltigung kommt wieder rein. Ich mag Sie, Eddie. Wirklich. Sie sind ein netter Kerl. Er versucht, das Richtige zu tun. Nur, dass das Richtige falsch ist, solange Sie für mich arbeiten. Haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Eddie? Eddie! Was zum Teufel wollen Sie damit beweisen?
Eddie? Du rückgratloser Hunger! Komm schon und schick mich zur Hölle! Hat sich dir gezeigt. Jetzt musst du es bekämpfen. Lass deine Angst hinter dir. Ich werde dich führen und dir die wahre Schönheit des Hasses zeigen. Eddie! Wir, die wir in der Dunkelheit vegetieren, wissen, was Trauer und Gram sind, nicht wahr? Das Menschsein tut weh. Also, mein Freund, ich werde dir einen Gefallen tun. Du wirst Möwen lecken in der Hölle und das in alle Ewigkeit. Ich will, dass wir uns näher. Komm, Eddie. Hör sofort auf, so dumm zu glotzen! Hallo?
Hallo, Kleiner. Hallo. Neue Filme für Edward? Ja. Ja. Sind sie auch lustig? Nein, nicht wirklich. Ich will Filme, die lustig sind. Wirklich? Kaffee? Danke. Haben Sie Zucker? Na, dann nicht. Er ist heiß. Weißt du, ich wollte dir noch von Herzen danken für Loose Limbs 7. Oh ja? Gefällt er Ihnen? Gefallen? Ich liebe ihn. So viele Schmerzen. Ich liebe den Einsatz von Schmerz. Schmerz kann Menschen ja so gefügig machen. Da könnte ich fast einen Steifen von kriegen. Sie sind ganz schön verändert, wissen Sie das? Ja, du hast recht. Das bin ich. Maul halten! Ich glaube, irgendwas stimmt mit deinem Kopf nicht. Aber mach dir keine Sorgen. Ich kann dir helfen. Bist du bereit? Oh, das klingt großartig, aber im Augenblick bin ich sehr beschäftigt. Deine Krankheit verwirrt dich, mein Freund. Du brauchst mich, um diese wichtige Entscheidung für dich zu treffen. Ja. Hören Sie, lassen Sie mich raus, Sie verdammter Spinner! Verwirrter Junge. Aber ich werde dir helfen. Tauben werden in deinem Herzen nisten. Bitte, lassen Sie mich hier raus! Ja, natürlich, natürlich. Aber zuerst müssen wir entscheiden, was mit dir geschieht. Mir? Hör sofort auf, so dumm zu klotzen!
Es ist perfekt. Sip, ich denke, vielleicht sollten wir... Du denkst gar nichts. Du tust, was ich sage. Capisch? Ladenmann. Wundervoll. Sorgst du dafür, dass er wieder verschwindet? Du wartest hier. Was zum Teufel willst du? Psst. Okay. Halt, warten Sie! Bitte! Weißt du was? Einbrecher machen mich verdammt ärgerlich! Stehen bleiben! Redest du mit mir? Redest du wirklich mit mir? Hör zu, du bist verrückt. Keiner von uns will sterben. Also wieso gehe ich jetzt nicht einfach hier raus und wir vergessen, dass das jemals passiert ist? Falsch! Jetzt ist es Zeit zu sterben! Verdammt! Was soll ich sagen? Es ist eine traurige, aber wunderschöne Welt. Du Wichser! Ich werde dein Hirn über alle Wände spritzen lassen! Du stehst auf Headbanging! Mm.
Es ist für dich! Hallo? Hallo? Wenn Sie einen Anruf machen wollen, hängen Sie bitte auf und versuchen es erneut. Na, wie findest du die Porzellansammlung? Hi. Wir gehen jetzt und besuchen Daddy. Aber Mutti, was ist mit meiner Party? Es tut mir leid, Emmy. Geh und hol deine Jacke. Wartest hier.
Sie haben den Notruf gewählt. Was kann ich für Sie tun? Spreche ich mit der Polizei? Ja. Mir ist etwas Schreckliches passiert. Bitte kommen Sie schnell. Emmy, ich habe gesagt, du sollst im Auto warten. Irgendwas stimmt hier nicht. Daddy ist nicht da. Komm schon. Versteck dich! Versteck dich, Emmy! Im Haus und werde dich kriegen, Barbara! Und dir all das glitschige Zeug da drin rausholen. Daddy schneidet dich auf. Daddy schneidet dich auf. Daddy schneidet dich auf. Barbara! Hör dir das an! Barbara! Mich so dumm anzuklotzen. Mist! Also schön, weitergehen, weitergehen. Nun macht schon, wir müssen unsere Arbeit tun. Der Mann ist zu wild. Bringen Sie ihn nach oben. Er hat sie nicht unter Kontrolle. Geben Sie ihm 10 Kubik. Er ist wieder in Ordnung. Ziehen Sie ihm die Jacke wieder aus. Thank you.
Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Ich sagte den Ärzten, jemand ist hinter mir her. Aber die sagten, ich sei paranoid. Ist das wahr? Das ist wahr. Aber dass du paranoid bist, bedeutet nicht, dass ich nicht hier bin, um dich zu kriegen. Dr. Jones, Dr. Jones, Sie werden in der Chirurgie gebraucht. Hey, hey Sie! Hey! Hey, hören Sie mich nicht? Wo zum Teufel wollen Sie hin? Was ist? Hallo. Hallo, Schatz. Ich sehe nicht sehr gut aus, nicht wahr? Nein, du siehst beschissen aus. Vorsicht, das tut weh.
Stück. Hilfe! Ich habe so hart gearbeitet, um diesen Jungen wieder rein werden zu lassen. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich fühle, wenn ich sehe, wie du mein Werk zerstörst, du wertlose Hure? Warum hilft uns keiner? Hilfe! Hilfe! Ach, Nick! Halt's Maul! Hilfe! Nick! Alle Hilfe! Wo ist das Problem? Seien Sie bitte vorsichtig, Captain. Der Mann ist extrem gefährlich. Ich habe verstanden. Ihr habt den Mann gehört. Seid ihr bereit, dem Kerl den Marsch zu blasen? Ja, Sir! Wir lieben es zu blasen, Sir! Das hatte ich gehofft. Nein! Nein! Gesichert. Er ist schon hier gewesen, das Schwein. Schick es bald. Bitte nicht! Schicke Tür. Vergiss nicht, das ist eine erstklassige Möglichkeit, unseren Steuerzahlern viel Geld zu sparen. Los! Oh.
Torwart! Räum gefälligst auf. Bewegung! Komm schon, hörst da! Komm schon, hörst da, du verrückter Hurensohn! Hörst du mich? Komm endlich raus! Komm endlich raus! Kämpfe wie ein Mann!
mein Schatz. Schon bald. So viele Möglichkeiten, Edward. Aber du hast alles falsch gemacht. Ich habe alles getan, was du mir gesagt hast, oder nicht? Suche. Du kannst die Wahrheit nur in dir selbst entdecken. Du hast dein Bestes versucht, aber jetzt musst du für deine Fehler bezahlen. Weiche von mir, Bestie! Ruhe in Fetzen, Motherfucker! Connected to your heel bone connected to your ankle bone connected to your leg bone connected to your knee bone connected to your thigh bone connected to your hip bone connected to your back bone connected to your shoulder bone connected to your neck bone connected to your head bone. Now hear the word of the Lord. Watch this. They don't know the lady is walking down. She used to be slim, but now her belly is round. If you see her run her down, you never know when she'll be back in town. Frown. She weighs over 450 pounds. Don't waste your time, you. Just get your money and join in the queue. And then she sings. Donuts, gobble, gobble, donuts, gobble, gobble, donuts. Coca-Cola.